Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. In der letzten Folge haben wir das Gehege für unsere Rentiere fertig gemacht. Und jetzt warten wir mal ganz geschwind darauf, dass die Rentiere hier angelaufen kommen. Ich habe außerdem festgestellt, es gibt schon Baby-Wüsten-Wildhunde oder afrikanische Wildhunde. Wir haben es geschafft. Wo laufen denn jetzt eigentlich unsere Hypers? Da kommt 1, 2, 3 dahergelaufen. Brrrm. So, jetzt bin ich noch nicht mal gespannt. Rentiere sind ja bekanntlich vom Weihnachtsmann gezüchtet. Und sind speziell für ihn, aber wir haben die Rechte bekommen, auch eins zu haben. Und jetzt heißt es pausieren und unter Umgebung zum Beispiel gucken. Dem ist es tendenziell scheißegal. Es muss so wenig Sand, Fels und Erde sein. Ansonsten ist es ihm alles wurscht. What? Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Bedeutet, wir mal. Aber ich mag hier Schnee drin haben. Dafür sind doch die Rentiere da kruzifix. Die sollen hier Schneefeeling reinbringen. Warum ist das jetzt so viel Fels? Ich mach Schnee nicht Fels. Ach, weil's. Es ist hier warme Umgebung. Ich hab's vergessen. Ach, Dreck. Jetzt habe ich mich schon so gefreut. Na gut, dann ist es denen wenigstens wurscht. Was könnte ich denn euch pflanzen? Nordamerika, Europa. Filter. Kontinent. Nordamerika, Europa. Nordamerikanisch, Europa. Was brauche ich? Tiger und Tundra. Eigenschaften? Nee. Biom. Tundra und Tiger. Ach, guck mal, jetzt ein Bärenbüschle tun wir jetzt in die Ecke. Größere Bäume, die das Gebiet überlaufen. Was ich vergessen habe, ist Wasser. Ups. Rentierflechte tun wir noch überall hin. Mal so ein Bärenbusch zwischendurch, so ein Diamantenteil auch noch. Mal so ein von Ding, also so ein amerikanische Zyperne tun wir noch rein. Und so ein paar kleine. Oh, die steht in der Luft. Du stehst da ganz unbeholfen. So, jetzt schauen wir nochmal nach Natur. Nach The Nature. Ist denen zwar scheißegal, aber ich will da ein bisschen mehr hier mal reinkriegen. So ein paar abgestorbene Bäume kommen auch noch rein. Schaut doch schon ein bisschen bewaldeter aus. Ein bisschen wilder, ein bisschen frohlebender. Darf bloß nicht vergessen, denen noch Wasser reinzupumpen. Eine kleine Schwarzfichte muss auch rein. Der Weihnachtsbaum muss ja auch noch hier stehen, ne? So. Efeublätter können wir auch noch verteilen. Ich glaube, das soll an der Wand stehen. Hups. Ich habe einfach so ein paar Diamantenbüsche drüber, dann fällt es schon nicht auf. So. Ah, da. Das schaut doch gut aus.
Dann, jetzt brauche ich wieder. Wo ist mein Elchi? Steht der natürlich im Weg. Puff. Gucken, Bepflanzung ist jetzt da. Lebensqualität natürlich, das brauchen wir noch. Gehege. Filtern. Was ist das denn? Ach, das sind die neuen Zurückzugsorte. What the fuck? Wow. Ich wollte jetzt eigentlich filtern. Jetzt bin ich gerade ein bisschen erstaunt. Alter, was habe ich da bekommen? What the... Wow. Ich werde mal kurz nach Art suchen. Und zwar nach Rentier. Da war es was Rentier. Das kriegt ein Schneeballteil zum Spielen. Auf jeden Fall ein Fußball auch. So. Dann Futterbeschäftigung hat es hier auch. So. Dann tun wir noch ein Fass groß rein. So. Haben wir das auch erledigt? Es sind ja eh gleich drei. Dann haben wir gleich die richtige Menge erfüllt. Wasser wollten wir nicht immer noch hinzufügen. Und zwar dort, wo auch Wasser verfügbar ist. Und wie beim anderen Mal auch, ist es da verfügbar, wo es am besten halt geht. Tun wir den Filter aus und sehe ich gar nichts mehr. Was ist passiert? Mir wurde gerade geschrieben. Bisschen schrumpfen. Alter, ich bin am Aufnehmen, Jungs. Da geht's relativ steil runter. Jetzt muss ich hier ein bisschen absacken. Und hier oben das Wasser reintun. Gutig. So. Dann kann ich doch sicher noch mal einmal kurz drüber glätten. Perfekt. Dann müssten die eigentlich ja zufrieden sein, oder? Jetzt kommt noch das letzte. Weibchen. Weibchen. Ein größeres Weibchen, ein bisschen erwachseneres Weibchen, wie es aussieht. Aber cool, wir haben Rentiere. Leute, jetzt gibt es erst nochmal für die Einrichtungen Infotäfelchen. Sie müssen ja wissen, um was es hier in diesem kleinen Gebiet hier geht. Dass der Weihnachtsmann dringend Verstärkung braucht. Und seine neuen Mitarbeiter hier im Zoo sucht. So. Rentier. Ah, stimmt, das ist ja das erste Mal, dass der Unterstand auch eine Infotafel braucht. Das ist mir auch gerade eingefallen. Warte mal, Gehege. Da haben wir gefiltert nach Rentieren. Schlafmöglichkeiten extra groß müssen da rein machen. Obwohl, das ist ganz praktisch gerade. Warte mal. So. Ich hätte gerne nur eine. Oh Gott. Das müsst ihr reichen. Das ist natürlich eine geniale Idee. Und was mir gerade auffällt, ich glaube, die Teile haben alle keinen Strom. Ich glaube, die sind alle eingestellt, aber stehen alle außerhalb des Stroms. Juhu! Strom. Jo, da ist alles weit weg von Strom.
wenn ich jetzt sage Einrichtungen, Strome, Energy, du kriegst immer das Ganze erfüllt und du kriegst das so erfüllt. Wie ist das von der Beliebtheit bei den Gästen, bei der negative Einfluss. So kann ich nicht vergleichen. Der ist so gerade über den drei. Was auch immer. Und der Transformator, negativer Einfluss. So einiges mehr. Bedeutet, von dem hier könnte ich rein theoretisch, wenn es um Strom geht. Und von dem bräuchte ich nur so hier einen. Wenn ich den da hinstelle auf negative Bedürfnisse, passiert da nichts. Bedeutet, wir machen hier mal auf Strom. Wo ist denn die Vorderseite von dem Teil? Ich glaube mal. Genauso wie wir hier nochmal Strom brauchen. Nein, ich brauche. Warum da beenden? Ich habe irgendwas schon wieder eingeklickt, was ich nicht haben will. Da ist schon wieder in irgendeiner Gruppe drin, die ich nicht bearbeiten will. Weil jetzt sind hier die Infotafeln aktiv. Jetzt können wir auch bei den Einrichtungen. Jetzt müssen wir uns eh erstmal darum kümmern. Hä? Ein Infolautsprecher würde ich gerne hier anbringen. Dieser Infolautsprecher soll über die Rentiere quasseln. Dann kommt jetzt hier nochmal ein Bildschirm hin. So, afrikanischer Wildhund. Was für ein Gabelbock steht schon wieder vor der Inzucht? Gabelbock erwartet Nachwuchs. So, jetzt könnt ihr euch mal auch nach da hinten verteilen, okay? Zum Beispiel Einrichtungen. Wir haben hier noch keinen einzigen Mülleimer eigentlich über die ganze Länge. Das müssen wir vielleicht mal ändern. Hier genauso, hier ist kein einziger Mülleimer. Wir haben schon wieder nualer Nachwuchs. Das ist mittlerweile schon so fast von uninteressant eigentlich geworden. So. Davon kann ich hier oben zwei brauchen. Guckt. Hier wird mindestens einer mal gebraucht und da hinten wird auch noch mal einer gebraucht. Habe ich denn hier überall noch so Punkte geholt? Ja, habe ich noch. Also hier habe ich mich um das Problem auf jeden Fall gekümmert. Die haben auch da unten eine Annie, das ist diesmal Nuala wieder. Wir brauchen hier mal wieder Futter, Jungs. So, wo sind unsere Rentiere? Das eine schläft einfach in der Ecke, oder zwei schlafen in der Ecke. Da, wo sie kein Schwein sieht. Wo ist Nummer 3? Wo ist das dritte hin? Warte mal, hä? 1, 2. Ich habe aber 3 gekauft. Hey Leute, wo ist denn euer Kollege hin?
Alpha? Das Weibchen? Hä, bin ich jetzt komplett neben der Spur? Warnung, warte mal. Wo ist das? Ey, ihr seid doch Assis! Die haben sich die verstecktesten Orte gesucht zum Hinlegen. Das ist schon wieder. Oh, nicht idealen Temperatur. Oh! Die Temperatur habe ich bei denen gar nicht beachtet. Scheiße. Wo sehe ich nochmal die Temperatur, was die Tiere haben wollen? Ja, ich muss kurz überlegen, was für eine Temperatur die Viecher brauchen. Müsste doch hier irgendwo stehen. Warte da. Oh Gott, 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 oh Gott. Nein, physikalische Gesundheit. Dann schau mal in Zoopedia schnell nach. Öffne das Zoopedia. Ich bräuchte schnell wenigstens das Zoopedia. Also das ist jetzt schon mal assi, wenn ich nicht weiß, was ich da ändern muss. Wo, Gelände. So, Temperatur müsste doch hier eigentlich dabei stehen, oder? Zoopedia, jetzt hat. Verpaarung, ja. Sterilität ist gleich tot. Geschlechtsreife, 5, okay. Minus 12 bis 16 Grad. Bedeutet, wir müssen jetzt fürs Gehege Klimaanlage. Ich tue mal eine Zentrale hierhin pflanzen. Jetzt gehen wir auf minus 6. Alter, da muss ich ja voll viel platzieren wahrscheinlich, oder? Runterkühlen den ganzen Shit hier. Eieiei. Tier ist schwer. Jetzt wird aber immer interessanter. Warte mal, den muss ich umplatzieren. Welches Tier? Warum bist du am Dehydrieren? Tierpfleger mal rufen. Tierpfleger rufen. Aus der Transportbox. Warum? Hä? Warum sind die alle in einer Transportbox drin? Tierpfleger rufen. Okay, Leute. Aber das war's jetzt für die Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!